es was? Oh. Liebe Brüder und Schwestern, ihr lasset die Köpfe hängen. Ich aber sage euch, alles gut kommt von oben. Denn dort oben ist Hoffnung für jeden von euch. Wenn es ihm dort oben gefällt, wird er auch dich, liebe Schwester, zur Oberschwester machen. Und dich, kleinen Gauner, wird er zum Obergauner befördern. Das Unterhemd wird zum Oberhemd und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich noch sagen soll. Schönen guten Abend. Ah, der Lachs für die Miets, da wird sie sich freuen. Schmiezi, was wolltest du denn in der Tiefkühltruhe? Du holst dir doch einen Schnupfen, Mensch. Herr Professor Edelsen, gestatten Sie mir dennoch einen Einwand. Halten Sie es wirklich für vertretbar, eine so sensible und so unersetzliche Katze einem jungen Menschen anzuvertrauen, der keinerlei akademische Qualifikation besitzt? Ich glaube, wenn ich als Tierpsychologe mich auf eins verlassen kann, dann ist es meine Menschenkenntnis. Und ich sage Ihnen, dieser junge Mann ist ein Naturtalent. Er ist feinfühlig, zuverlässig, pünktlich, vertrauenerweckend. Hallo? Ja? Hallo? Ach, Herr Professor. Ja, pünktlich auf die Minute. Ja, der Empfang war zwar am Anfang etwas frostig, aber so langsam taut sie auf. Der Appetit ganz ausgezeichnet. Alles aufgegessen. Mhm. Wie? Lachsröllchen. Mhm, lecker. Also, bis morgen. Herr Professor. Ich muss Sie leider stören. Ich bin nicht der. Doch, doch. Ich glaube, dass Sie hier verantwortlich sind. Ich wohne seit heute direkt unter Ihnen und es tropft durch die Decke. Es tropft? Nee, es tropft nicht. Nicht hier bei Ihnen. Bei mir. Na, dann gehen wir doch zu Ihnen unter Ihre Decke. Nein. Wollen wir nicht lieber hier mal nachgucken? Bei mir? Unter meiner Decke? Oh, Moment. Bleiben Sie drin. Kommen Sie raus. Gehen Sie hinein. Da haben wir ja das Rätsels Lösung. Diese orientalischen Katzen wie Kamele. Sie saufen, saufen, saufen und müssen natürlich dann auch anständig. Aber Schwamm drüber, Fräulein Drösel. Sie kennen meinen Namen? Naja, als Hausbesitzer weiß ich natürlich, wer in meinem Hause wohnt. Mein Name ist übrigens Gabi. Ach, was fusel ich denn da zusammen? Apropos Fusel, daraufhin haben wir eine kleine Stärkung verdient. Was darf es denn sein? Was Alkoholisches oder lieber was Hochprozentiges? Etwas, was blau macht oder was grün macht? Oder lieber einen Espresso? Ich denke, ich hätte gern einen Manhattan. Manhattan oder Manhattan nicht? Ich habe ihn jedenfalls nicht. Aber Herr Professor, Manhattan ist ein Cocktail. Haben Sie nicht den Film Amboss der Liquidator gesehen? Wie Amboss gleich am Anfang diesen Cocktail trinkt? Das war ein Manhattan. Ah. Und den kennen Sie nicht? Ich soll keinen Manhattan kennen. Sie fragen mich, ob ich keinen Manhattan kenne. Nee, kenne ich nicht. Aber ich kenne was Besseres. Den sogenannten Professorenflop. Den trinken wir immer bei der Nobelpreisverlosung. Das heißt immer danach. Denn wir wollen ja König Nobel nicht doppelt sehen. Einer reicht, sag ich immer. Haben Sie die etwa alle gelesen? Meistens lasse ich lesen. Aber hier ist mein Lieblingsroman. Der kleine Brockhaus. Toller Typ. Hat mir mal gut gefallen, wie der kleine Brockhaus in die Welt hinauszieht. Er fängt an als Aalangler in Aachen und endet als Zitronenpresser mit einer Zyste auf Zypern. Toll haben Sie es hier. Sie müssen ja wunschlos glücklich sein. Das hätten Sie jetzt nicht sagen sollen. Denn jetzt singe ich Ihnen das Lied von den Armen. Reichen Professoren.
Wir reichen Professoren sind auch nicht frei von Wünschen. Denn ist in Hamburg mal was los, dann müssen wir nach München. Wir reichen Professoren sind einsam und allein. Ja, ja, mein Kind, so ist's nun mal. Drum stimme da mit ein. Wir reichen Professoren mit unseren Problemen. Das Herz, das hängt in Heidelberg, die Hose hängt in Bremen. Wir reichen Professoren sind einsam und allein. Jawohl, mein Kind, so ist nun mal. Drum stimmet all mit ein. Hummel, Hummel, Mensch, Mädel, wein doch nicht. Wuff, da, da. Wuff, da, da, wuff, da. Na, Fräulein Gabi, ich fühle mich sauwohl. Fühlst du dich sau auch wohl? Was ist das für ein Hämmer? Was für ein Hämmer? Na da! So, Sie hören also ein Hämmern. Das hört sich ja gefährlich an. Kleiner Augenblick, das haben wir gleich. Das ist ja viel zu langsam. So, jetzt stimmt's wieder. Hören Sie noch was? Nein. Na, sag ich doch. Toller Wagen. Was macht der in einer Stunde? Ach, lassen Sie doch den Wagen fragen. Nicht, was der in einer Stunde macht. Fragen Sie, was wir in einer Stunde machen. Wir können ja hinterher ein bisschen Auto fahren. Sie müssen mich mal auf der Autobahn sehen. Geradeaus, ja! Yeah! Und dann rechts rum, ja! Yeah! Und dann links rum, ja! Yeah! Und hinterher bin ich unheimlich heiser. Es hat geklingelt. Hochzeitsglocken, das werden wohl schon die Trauzeugen sein. Sag mal, sitze auf deinen Ohren, Vater Ras, du sollst sofort runterkommen. Im Hof liegen 50 Zentner Koks, die müssen in den Keller. Hier ist deine Hose. Wie siehst du überhaupt aus? Und was macht die blöde Gans da? Wie? Was? Die blöde Gans? Ein Notfall, Schwester Anna. Die Gans ist verblödet. Ist sie ganz verblödet oder ist sie nur halb verblödet? Sag mal, spinnst du total? Ah, da oben fehlt's. Ja, das kommt vom vielen Köpfchen in das Wasser und Schwänzchen in die Höhe. Das machen wir ab sofort umgekehrt. Schwester Anna, veranlassen Sie das Nötigste. Schwester, zeig mal Schlüpfer, ich komme sofort. Fräulein Gabi, Sie müssen jetzt sehr tapfer sein. Es gibt Momente im Leben eines Arztes, in denen er am Scheideweg steht. Zwischen Leben erhalten und Reden halten. Ja, Sie wissen, auch bei einem Halbgott in Weiß müssen die Kohlen stimmen. Ich lade Sie dann morgen zu einer Spritztour ein. Morgen? Das geht nicht. Dann muss ich zum Flughafen. Morgen am Sonntag zum Flughafen? Ja, da kommt doch Amboss an. Das muss ich gesehen haben. Da fahre ich Sie natürlich hin. Und danach? Danach können Sie mich so richtig schick zum Essen einladen. Dann mache ich mich den ganzen Tag für Sie frei.